Wie gesagt, du bist 12. Oder denkt sich so, jetzt bin ich ja schon unter der Brücke mit ihr, hab sie schon geküsst, dann hab ich direkt mal Geschlechtsverkehr. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich habe heute mal eine ganz, ganz andere Kulisse hinter mir, weil ich mir ganz ehrlich gedacht habe, ich bin so oft bei mir drüben im Studio, Arbeitszimmer, Rückzugsort von Denise, alles das gleiche bei mir, dass ich jetzt endlich mal irgendwo anders hingehen muss. Und deswegen bin ich heute mal hier in dem Zimmer, wo ich keinen Rückzug von Denise habe. Ich hoffe, die kommt nicht einfach rein. Wie dem auch sei, Freunde, heute ein Format, was ich in der Form tatsächlich noch nie gemacht habe. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Im Titel habt ihr es schon gelesen. Es geht heute um das erste Mal, also das erste Mal Sex tatsächlich. Ich glaube, da hat jeder von uns, der das schon mal hatte, eine ganz, ganz eigene Story parat. Für Leute, die das noch nicht hatten, ist überhaupt kein Problem, macht euch keinen Druck. Wir werden das auch gleich noch in den Stories lernen. Es geht nicht darum, das erste Mal so schnell wie möglich zu haben, sondern im besten Fall vielleicht so schön wie möglich. Aber auch bei wem das erste Mal nicht so geil war, ist auch scheißegal, man hat noch viele Male danach. Wie dem auch sei, Leute, ich habe euch auf jeden Fall gebeten, mir anonym eure Stories zu eurem ersten Mal zu senden, mit eurem Alter dazu. Und diese Stories werde ich heute vorlesen und ein bisschen kommentieren. Und ich bin sehr gespannt, was ihr gesagt habt. Das Ganze konntet ihr mir anonym über Telonym zusenden. Deswegen ist es halt wirklich anonym und nicht per Instagram oder so gewesen. Ja, Leute, ich habe schon ein paar Stories gesehen und muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr spannend, da mal reinzuhören. Direkt für alle, die jetzt gerade hier schon wieder riesen Nervenkitzel kriegen. Oh mein Gott, der redet über so ein Thema. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht alt genug dafür, kann durchaus sein, vielleicht seid ihr 8 oder 9 und ihr wollt sowas noch gar nicht hören, müsst das Video nicht sehen. Kein Problem. Für alle, die es interessiert, bleibt gerne dran. Bevor es aber losgeht, eine ganz wichtige Information. Viele von euch oder fast alle verfolgen mich auf Instagram. Ich hoffe, du auch. Wenn nicht, dann musst du es jetzt auf jeden Fall tun. Die haben sicher mitbekommen, dass ich in den letzten Tagen dazu aufgerufen habe, mir eure Nummern und so weiter für Zuschauerverkuppelt zuzusenden. Zuschauerverkuppelt ist so ein Format auf meinem Kanal, wo ihr die Möglichkeit habt, mir quasi eure Nummer zuzusenden, euer Alter und euer Geschlecht. Und dann suche ich euch quasi einen Partner raus. Wir telefonieren dann zusammen und wir versuchen uns ein bisschen, also ihr beide versucht euch ein bisschen kennenzulernen und vielleicht wird was daraus. Ich habe davon auch schon 3 Folgen gedreht. Das große Problem, meine Freunde, ist, ich krieg's nicht mehr hin. Es sind so viele Leute, die aus so vielen verschiedenen Orten kommen und ich will halt einfach, dass die Leute aus demselben Ort kommen oder aus derselben Gegend zumindest, mindestens aus demselben Bundesland, ein ähnliches Alter haben und die gleiche sexuelle Neigung, also junge Mädchen oder junge Junge, wenn die beiden aufeinander stehen, wie auch immer, es ist viel zu kompliziert, viel zu viele Prägungen, Neigungen, Orte, Alter. Jedenfalls, Leute, habe ich was Verrücktes gemacht, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe einfach gedacht, okay, Jonas, setz dich mal hin, mach eine eigene Website, die Seite heißt ungelogen zuschauer-verkuppeln.com, so ist sie hier, ich habe es auch unten mal verlinkt, blendet euch das Ganze mal ein, wie das ist, wenn man am Handy quasi die Seite besucht. Ihr müsst nichts anderes machen, als oben in die Leiste zuschauer-verkuppeln.com einzugeben. Dann kommt ihr hier auf diese Webseite. Wie gesagt, die habe ich erstellt. Könnt euch das hier gerne mal ein bisschen durchlesen, wenn ihr dafür Zeit habt. Hier unten sind auch alle Folgen, wenn ihr euch die noch angucken wollt. Und ansonsten müsst ihr einfach auf Jetzt teilnehmen gehen. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos, logischerweise. Und da müsst ihr dann nur eure Sachen eintragen. Also Name, Geschlecht, eure Handynummer, damit ich euch anrufen kann. Das Alter, also wie alt ihr seid. Das geht von 13 bis 30, beziehungsweise drüber. Jüngere Leute leider nicht. Macht keinen Sinn. Also wenn ihr 11 Jahre alt seid, dann vergesst Beziehungen, Alter. Das macht da in dem Alter keinen Sinn. Dann eben E-Mail-Adresse, den Username von Instagram, wer dazu Bock hat. Und ansonsten eben noch das Bundesland, wo ihr herkommt. Auch Sexualität, also ihr könnt auch gerne auch euch eintragen, wenn ihr bisexuell oder homosexuell seid. Datenschutzerklärung müsst ihr zustimmen, einfach nur, dass ich eure Daten quasi behalten kann, um euch anzurufen und teilnehmen und dann seid ihr schon dabei. Ich kann euch sehr empfehlen, wer bei diesem Format dabei sein will, macht damit. Dann rufe ich euch vielleicht demnächst mal an. Das gibt es also auch bald hier auf meinem Kanal. Und jetzt, ich habe lange geredet, sorry Leute, jetzt kommen wir zu den Stories und ich schaue jetzt einfach mal vorbei und lese ein paar geile Stories vor. Ich bin sehr gespannt. Achso, und wenn euch das Format gefällt, sehr gerne einen Daumen nach oben geben, dann kann ich davon gerne nochmal eine Folge drehen. Ich bin für alles offen. Ja? Ja? Geschichte Nummer 1. Oder soll ich eher sagen, das erste Mal in dieser Folge? Ha. Wir sind in meine alte Wohnung rein und wollten dim dim. Dann haben wir uns geküsst und ausgezogen. Dann war es soweit, Kondom an und rein in die Olga. Aber ich hab's Loch nicht getroffen. Jonas, bester YouTuber. Okay, das ist schon mal eine geile Story, um anzufangen. Ich frage mich, wie man das Loch nicht trifft. Also natürlich, es gibt viele Möglichkeiten. Bin auch nicht heute hier, um mich darüber lustig machen. Aber ja, ich denke, nach ein paar Versuchen hast du es dann bestimmt auch geschafft. Wir gucken mal weiter. Ich war damals 17 und es war ein Dreier mit meinen 2 besten Freunden. Es war eine eher spontane Sache, obwohl wir schon öfter Witze darüber gemacht haben. Letzten Endes hat es uns allen sehr gut gefallen und uns noch mehr zusammengeschweißt. Okay, das ist auch krass. Wenn man das erste Mal hat und es ist direkt ein Dreier, dann ist das schon ziemlich heftig, beziehungsweise ist es halt ein ganz anderes erstes Mal dann. Jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt ein Mädchen oder war das ein Junge? Also war das 3 Jungs quasi, die das Ganze noch mehr zusammengeschweißt hat? Spannende Frage, ich würde gerne noch mehr Rückfragen dazu stellen. Aber okay, also ich kann euch sagen, ich habe mal durchgeguckt und das ist eine sehr ungewöhnliche Story. Wir machen mal weiter und gucken, was die anderen so schreiben. Ich, weiblich 18, weiß eigentlich gar nicht, ob ich nun mein erstes Mal hatte oder nicht. Ich bin vor kurzem mit meinem Freund männlich 17 zusammengekommen. Nach einer Woche haben wir es
probiert und ich war ziemlich aufgeregt. Er wusste natürlich, was er zu tun hatte und ich lag einfach nur da. Ich war ziemlich angespannt und als er ihn reinstecken wollte, tat es unglaublich weh. Ich habe geweint und mich bei ihm entschuldigt, dass es nicht funktioniert hat. Aber er meinte nur, dass es ihm leid tut, dass ich so ein scheiß erstes Mal hatte und dass das zweite Mal besser wird. Beim zweiten Mal hat es allerdings immer noch nicht funktioniert, weil ich natürlich wieder total angespannt war. Ich würde so gerne im Boden versinken. Meine Freundinnen sagen natürlich, dass sie es bewundern, dass ich trotzdem dranbleibe und es versuche. Aber ich schäme mich einfach mega dafür, dass es nicht klappt. Okay, das ist natürlich, und da muss ich sagen, das habe ich sehr, sehr oft gelesen, von Mädchen, die ihr erstes Mal haben, bei denen es ganz schön weh tut. Und ich kann das natürlich selber von meinem ersten Mal nicht nachempfinden, weil für einen Jungen tut es im Normalfall nicht weh beim ersten Mal. Wobei ich sagen kann, vielleicht erzähle ich irgendwann mal von meinem ersten Mal auch eine absolute Fail-Story, aber bis ich das erzähle, da müsste viel passieren. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, völlig natürlich, dass das erste Mal nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder so krass ist. Ich kann euch sogar versprechen, der Sex wird halt mit der Zeit immer, immer besser. Je nachdem, auch wenn man mal die Partner wechselt oder so, merkt man auch, dass es ganz unterschiedlich, mit wem man was hat. Es ist mega der Unterschied, auch die Art von Sex, die man haben kann. Also, ob es jetzt mit dem besten Freund oder besten Freundin ist, ob es mit jemandem ist, den man wirklich liebt, ob es mit einer, weiß ich nicht, so eine One-Night-Stand-Sache ist, so die man überhaupt nicht kennt. Das sind alles ganz verschiedene Situationen, die sich ganz anders anfühlen. Deswegen, also, das sind Sachen, die ihr vielleicht noch entdeckt oder schon entdeckt habt. Das werden wir in den Storys auch noch lernen. Es gibt große Unterschiede für ein erstes Mal. Wir haben schon drei ganz verschiedene Varianten gehabt. Das erste war, er hat gar nicht getroffen. Das zweite Mal war ein Dreier. Das dritte Mal war jetzt, dass es ziemlich weh tat. Wir sind gespannt, was noch so kommt. Mein Freund und ich haben einen Film geschaut und das ist in einer Knutscherei geendet. Irgendwann lagen wir beide dann nackt in meinem Bett und kurz vor unserem Höhepunkt kam mein Dad rein mit meiner dreijährigen Schwester auf dem Arm. Das war mega peinlich. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem einfach, wenn man dann überlegt, was die Dreijährige sich in dem Moment gedacht hat. Vor allem der Vater ist so, Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Bin mal interessiert, ob ihr dann weitergemacht habt oder ob ihr dann absolut so die Lust verloren habt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, diese Stories, dass irgendwelche Elternteile reinkommen sind, auf Freunde oder sonst sowas, erleben wir noch extrem oft. Also, das ist heftig. Ich habe übrigens, falls euch das interessiert, über 1500 Stories bekommen. Wenn also eure nicht dabei ist, seid mir bitte nicht böse, aber es sind einfach viel zu viele. Und pro Folge könnte ich maximal so 10 bis 15 reinnehmen. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Folgen ich drehen müsste, wenn ich alle Stories mit reinnehmen müsste. Deswegen, ja. Wir machen weiter. Ich hatte mein erstes Mal im Auto, war eher spontan. Leider nicht so schön aus verschiedenen Gründen. Am Ende hatte ich eine Fußverletzung und war eine Woche lang krankgeschrieben deswegen. Okay, what? Also im Auto ist ja schon mal eine spannende Sache, da sein erstes Mal zu haben. Muss auch eher eine spontane Aktion gewesen sein. Aber wie passiert es, dass man sich den Fuß verletzt? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber auch das ist eine sehr spannende Story. Also bisher nur unterschiedliche Sachen. Und man stellt sich ja immer vor, tatsächlich, ich jedenfalls als mein Kind, als ich mein erstes Mal gedacht habe, dachte ich immer so in einem Bett einfach. Also einfach so im Bett, ganz gemütlich. Und dann, das ist aber voll oft so ganz anders, als man erwartet. Also das ist crazy. Das ist echt crazy. Hätte ich nicht gedacht. Also ich war in einem Club, hab mich reingeschmoggelt. Alter, was denn geschmoggelt? Gemogelt meinst du wahrscheinlich? Weil ich 15 war und wurde da von einem 8-jährigen Typen entjungfert. Wow, das ist ja heftig Goal, Alter. Natürlich, also wenn es dein Ding war oder wenn du da Bock hattest, coole Sache, aber crazy einfach. Mit 15 Jahren in so einem, Alter, mit 15, ich schwöre, ist kein Joke. Aber mit 15 habe ich wirklich, ich habe sehr viel Minecraft gespielt damals. Also ganz ehrlich, ich habe nicht mal in Minecraft, habe ich nicht mal dran gedacht, eine Freundin zu finden. Also wer tut das schon, aber ich habe jedenfalls nicht dran gedacht. Und mich dann mit 15 in einen Club zu mogeln, zu schmoggeln, um dann da was mit einer Älteren zu haben. Junge, das wäre nie in meinem Kopf gewesen. Also krasse Story. Und Mädchen sind ja eh schon mal was weiter und ich war auch immer schon ein bisschen weiter zurückgeblieben. Ich bin generell zurückgeblieben. Mein erstes Mal war eigentlich eine Katastrophe. Ich war noch relativ jung, circa 15 und er war 17. Irgendwie kam das eine zum anderen und dann hatten wir Sex. Leider habe ich mich nebenbei für die TV-Sendung Two and a Half Men mehr interessiert. Habe mir das damals ganz anders vorgestellt und gemerkt habe ich auch nichts davon, weil sein Penis einfach zu klein war und ich nicht mehr wirklich entjungfert wurde. Okay, das ist natürlich dann echt ungünstig. Ich stelle mir das so vor, wie er sich so richtig wirklich so abbemüht, da gerade so, vielleicht auch sein erstes Mal zu haben. Und du chillst da so, guckst Two and a Half Men und denkst dir so gerade so... Moment, machen wir gerade Sex? Bist du gerade schon immer drin oder ist es gerade nur, okay. Lauter unterschiedliche Stories. Ich feiere das jetzt schon. Ich habe mit 17 einen jungen Mann, in Klammern 19, kennengelernt, im Bus. Wir haben uns anfangs immer nur angeguckt und irgendwann hat er mir seine Nummer gegeben. Wir haben dann geschrieben und uns schnell getroffen. Bei dem Treffen sind wir auch relativ schnell körperlich nahe gekommen. Aber wir waren nicht zusammen. Nach drei Treffen ist es dann auch schon passiert. Er wusste jedoch nicht, dass ich noch Jungfrau bin. Es tat nicht weh oder hat geblutet. Hinterher hat sich rausgestellt, dass er sich auch an meine Mutter rangemacht hat und hat mir sogar einen Dreier mit meiner Mutter vorgeschlagen. Abartig. What? Was sind das bitte für Stories hier? Alter. Ich will gar nicht wissen, was, wenn ich bei... Wenn ich den nächsten... Nee, hör auf. Lass uns das einfach überspringen. Das ist voll strange. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, ihr seid eine Tochter und ihr hattet schon mit eurem Freund... wir machen weiter. Tut mir sehr leid. Aus einem ursprünglich als lustig angedachten Format wird sehr schnell eine unseriöse Scheiße.
Wir versuchen es gerade ein bisschen zu retten. Wir sind eh schon vom Niveau gesunken. Aber wir versuchen uns quasi gerade so auf dieser Tauchebene fortzubewegen, ohne komplett Richtung Erdkern zu rasen. Vielen Dank. 21 Jahre. Ich war im Club, war betrunken und habe eine nette Dame kennengelernt, die auch betrunken war. Wir haben uns besser und besser verstanden, bis es zum Kuss kam. Und dann wollte sie gehen. Ich habe gesagt, komm, wir gehen zu mir. Und sie hat gesagt, okay, alles lief nach meinem Plan. Du schreibst nicht wie ein 21-Jähriger, du schreibst wie ein 11-Jähriger. Dann wurde es bei mir heiß, wenn du verstehst. Und sie ging unter die Bettdecke, um mir einen zu... Auf einmal hat sie mir so in den Hoden gebissen, dass ich ins Krankenhaus musste. Die habe ich dann nie wieder gesehen und ich wusste auch nicht, wie sie heißt oder so. Okay, also wenn das wirklich ein 21-Jähriger geschrieben hat, crazy. Wenn das vielleicht doch der 11-Jährige Jimmy geschrieben hat, dann hör mal, mein Kleiner, das gehört sich nicht. Aber ja, wenn die Story wahr ist, das muss sehr, sehr schmerzhaft sein, Alter. Wenn ich mir vorstelle, dass man wegen einem Biss in den Hoden ins Krankenhaus muss, also dann, Alter, ich hoffe, du kannst auch Kinder kriegen. Wir machen weiter. Hi Jonas, ich hatte mein erstes Mal mit 16, jetzt bin ich 17. Mein damaliger Freund und ich wollten beide Sex, also gingen wir zu ihm. Als wir dann angefangen haben, habe ich ihn gefragt, bist du schon drin? Aber er war schon längst dabei, das war mir unendlich peinlich. Er hat dann mit mir Schluss gemacht. Wow. Okay, das ist so ähnlich wie die von eben. Scheinen einige sowas zu erleben. Das stelle ich mir krass vor, weil das erste Mal ist ja schon ein heftiger Moment. Und ich will da jetzt wirklich überhaupt nicht anatomisch zu tief ins Detail gehen. Aber ich sag mal, beim ersten Mal, wie gesagt, in Richtung, ich rede jetzt mal Richtung Jungfernhäutchen, alle Jungfernhäutchen von euch, die gerade zugucken, ich rede eher jetzt gerade euch an. Das ist ja bei manchen, es gibt Vorstories, habe ich auch schon gehört von Leuten, bei denen ist das schon früher gerissen, die gar nicht ihr erstes Mal hatten. Bei manchen passiert es gar nicht, die spüren es gar nicht so richtig. Andere denken, ich denke gerade an Dr. Sommer zurück, dass es mit einem großen Knall explodiert. Aber es ist ja schon was, dass quasi beim ersten Mal was Besonderes im Körper passiert. Und dass es Leute gibt, die es dann gar nicht spüren oder gar nicht merken, ist schon crazy. Also so chillen und dann so... Digga, bist du schon drin? Das ist schon, also, keine Ahnung. Ich, weiblich 14, hab laut gepupst. Okay, geil. So, und wir kommen zur letzten Geschichte. Ich hatte mein erstes Mal mit 12 Jahren, jetzt bin ich 16 und hatte schon ziemlich oft mein erstes Mal. Es war so, mein Freund hat mich zu einer Brücke geholt, um mir etwas zu erzählen und dort war auch gleichzeitig unser erster Kuss. Er hat mich also geküsst und ich war richtig glücklich in diesem Moment. Und dann fing er an, mich am Po zu berühren. Ich war zwar erst 12, was? Oh, ich war zwar erst 12, aber fand es trotzdem sehr schön. Alter, die ist 12, jetzt checke ich das erst. Ich hab's irgendwie gerade voll überlesen die ganze Zeit. Irgendwann zog er sich dann aus und mich auch. Ich dachte mir nur so, oh wow, mit 12 sein erstes Mal zu haben, naja, okay. Und dann hatten wir halt unser erstes Mal. Es war total schön und es hat 2 Stunden oder so gedauert, bis wir nicht mehr konnten. Danach war ich voller Elan und war mega glücklich. Okay, das ist natürlich eine happy story. Um das mal zusammenzufassen, dein Freund zieht dich unter eine Brücke, was ich schon strange finde, um dir was zu erzählen. Dann habt ihr auch einen ersten Kuss, was ja schon der Magic Moment eigentlich ist in einer Beziehung, den ersten Kuss. Wahrscheinlich kanntet ihr euch noch gar nicht so lange oder seid auf jeden Fall noch nicht so lange zusammen. Wie gesagt, du bist 12. Und ihr denkt sich so, jetzt bin ich ja schon unter der Brücke mit ihr, hab sie schon geküsst, dann habe ich direkt mal Geschlechtsverkehr. Das ist crazy, Alter. Vor allem mit dem Hintergrund, dass man offiziell eigentlich erst mit 14 sein erstes Mal haben darf. Gut, wer jetzt schon an Regeln und das wird ja sowieso niemand zurückverfolgen können. Aber irgendwie auch verrückt. Ja, meine Freunde, diese Folge ging ein bisschen länger, auch weil ich ja das Vorintro hatte. Denkt an die Seite www.zuschauer-verkuppeln.com. Eine richtig schöne Webseite. Vielleicht wird irgendwann eine richtig große Datingbörse daraus, wer weiß. Vielleicht findet ihr da auch eine große Liebe. Klickt auf jeden Fall auf die Website, meldet euch dort an. Das ist von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt dran, Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dann, meine Freunde, und wir sehen uns nochmal wieder, und zwar übermorgen. Bis dann, ciao.